Ein Freund von mir hat einen neuen Gasgrill gekauft, ein Monroe Pro 4 SIK Turbo von Enders. Wir werden den jetzt mal zusammen auspacken, dann aufbauen, einbrennen und dann mal die ersten Sachen drauf grillen. Ist eine Gebrauchsanweisung dabei. Die brauchen wir wahrscheinlich später. Sieht aus wie die Türen. Ich werde erstmal alle Teile auspacken, die eventuell hier hinlegen. Ja. Ich werde erstmal alle Teile auspacken und dann fange ich an, den Grill zusammenzubauen. Das ganze Paket war im Grill drin, das ist so das Abtropfgitter, hier irgendwelche Plastikteile. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach den Schrauben. Ja, das ist der Seitenbrenner. Das hört sich nach Schrauben an. Kleiner Zwischenstand, das Untergestell steht jetzt schon fast. Ich bin jetzt so 20 Minuten, glaube ich, dran. Das Auspacken hat bis jetzt am längsten gedauert. So, der Grill ist jetzt fertig aufgebaut. Das hat mich ca. 2,5 Stunden gekostet. Aber ich denke, wenn man es zu zweit macht, wird es auch ein bisschen schneller gehen. Die Anleitung war leider teilweise ein bisschen unverständlich, fand ich. Deswegen habe ich unten das Gestell einmal umschrauben müssen und die Seiten drehen, weil ich fand, da war was nicht so gut beschrieben. Aber auf den ersten Eindruck muss ich sagen, ich habe mir den Grill ja bei der Messe schon angeguckt. Macht das Gerät eigentlich einen super Eindruck. Hier lässt sich gut schließen. Für den Preis, ich glaube, der hat jetzt bei Amazon 550 Euro so gekostet, wie er hier ist. Der Grill macht für mich einen relativ guten Eindruck, finde ich, vor allem für den Preis. Also er steht gut da, es quietscht nichts. Die Rollen finde ich super, die Rollen sind, glaube ich, echt gut. Türen schließen eigentlich super bündig. Aber ich brenne den Grill jetzt erstmal ein für circa eine halbe Stunde, damit die ganzen Schadstoffe, die bei der Herstellung, Öle und was auch immer auf dem ganzen Metall und dem Blech ist, dann rausgebrannt werden. Und dann schmeißen wir die ersten Sachen auf den Grill und dann probieren wir das Ganze mal. So, der Grill hat jetzt ca. 15 bis 20 Minuten aufgeheizt. Wie man sehen kann, ist über 400 Grad. Es raucht nicht mehr. Die Sachen sollten alle verbrannt sein. Jetzt werden wir mal was auf den Grill schmeißen und schauen, wie das Ganze rauskommt. Ich habe jetzt hier einen Rinderrückensteak. Ich probiere jetzt zuerst die Powerzone aus, dass wir sehen können, wie die Kruste nachher wird. Für den normalen Bereich bei uns im Schwabenland, rote Wurst, habe ich jetzt auf niedrigste Stufe gestellt.
Ich habe es jetzt schon runtergenommen von der Turbozone, aber wie man sehen kann, es hat eigentlich ein schönes Branding. Also das Grillergebnis ist eigentlich recht gut geworden, das habe ich ja vorher schon gesagt, wo das Fleisch auf der Turbozone war. Die rote Wurst sieht eigentlich super aus. Ja, bei den weißen eventuell hätte man sie länger drauf lassen können. Aber im Ganzen ist das Grillergebnis eigentlich top. Aber jetzt mal ein kurzes Fazit. Ich habe den Grill jetzt gerade nochmal angemacht. Ich finde, der Grill hat auf jeden Fall gut Power. Es hat schöne Brandings gegeben. Für 500 Euro finde ich, ist es ein Top-Gerät. Also man hört hier, es quietscht nichts. Auch hier beim Auf- und Zumachen. Das ist alles schön bündig. Die Materialien sind relativ hochwertig. Die Teile sind schön aus Edelstahl. Hier ist auch gut massiv. Also es ist nicht nur einfaches Blech, schon ein bisschen massiver. Die Roste sind super verarbeitet, also sind auch schöne massive Gussroste. Ich finde das Design eigentlich auch ziemlich schön mit dem Thermometer. Man hat hier ein Sichtfenster, wo man reingucken kann. Das ist eigentlich auch ziemlich top. Das gleiche, was ich oben habe, habe ich hier auch. Also hier schleift nichts, die Türen gehen schön auf und zu. Die Magnete rasten gut ein. Jetzt, wo die Bremsen auch gut angezogen sind, wie man sehen kann, also das ist alles echt top und gut verarbeitet. Jetzt ein Manko, das ich habe, wie man hinten sehen kann. Das glüht hinten schon gut, aber vorne ist die Temperatur nicht gleich, also heißt hinten ist es weitaus wärmer, wie es vorne ist. Natürlich, das ist oft so, dass die Wärmeverteilung nicht gleich ist oder dass es hinten wärmer ist, aber ja, das muss ich halt ansprechen. Das kann unter anderem damit zu tun haben, dass der Gasdruck hinten ein bisschen höher ist, dass da halt ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Gas rauskommt. Aber ja, natürlich auch, hinten ist mehr Material, da ist mehr Dämmung, deswegen wird da auch besser die Hitze gespeichert und die Hitze besser sein. Eine zweite Sache, die ich habe, finde ich, sind die Regler. Die sind ein bisschen so, ja, locker oder ja, sind einfach nicht ganz so schön drin, wie man hier sehen kann. Das bewegt sich hier ein bisschen mit. Das dritte Negative, was ich hatte, es waren die einzelnen Teile manchmal nicht ganz so toll verarbeitet. Oder ja, wie man auch hier sehen kann, ich zeige das mal ganz kurz. Hier, ich hoffe, das kann man auf der Kamera sehen. Sowas meine ich halt, dass dann so Macken drin sind beim Transport. Oder auch hier hinten das Blech, wo hier hinten dran ist. Das war ein bisschen verzogen, wie man auch hier sehen kann. Aber abschließend kann ich sagen, für 550 Euro ist es ein Top-Gerät. Die andere Alternative, die im Gegensatz zu dem noch zur Auswahl stand, wäre ein Napoleon gewesen. Der hat aber schon mal 1000 Euro mehr gekostet. Und für den Zweck, für den er hier verwendet wird, war es dann das nicht wert. Deswegen haben wir uns am Ende für den Enders entschieden und ich glaube, das war hier auch die richtige Wahl. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.